Ja, herzlich willkommen hier auf meinem Kanal bei Lust in der Ecke zu den wöchentlichen Engelkartenlegungen. Diese Kartenlegung ist für die Woche vom 27. März bis zum 2. April. Ja, und wir sind drüber über den 21.3. und wir haben viel mehr Licht, wie du hier auch siehst. Ich lasse das Licht auch hier bei der Kartenlegung sein. Die Sonne scheint wunderbar herein. Und ja, es war eine ganz intensive Zeit mit dem 21.3. Ich weiß nicht, wie es dir so ging, aber wow, ich war sehr müde am Mittwoch. Am Dienstag direkt ging es mir eigentlich ganz gut. Ich hatte leider selber gar keine Zeit für ein Ritual. Ich habe das dann praktisch gebeten, dass das nachts stattfindet und hatte auch das Gefühl, dass sehr viel passiert ist, weil ich dann unheimlich müde war am nächsten Tag, als hätte ich sonst was getan. Und ich habe wirklich stark spirituell nochmal gespürt, dass da erhebende Dinge passiert sind, Erkenntnisse gekommen sind, Zusammenhänge sind mir klar geworden. Und daher, glaube ich, hat sich auch die Kartenlegung heute so gestaltet, denn ich habe zweimal Einhörner dabei, einmal Lemurien und einmal Atlantis. Und ich habe das ausgependelt und habe gesagt, wie zweimal Einhörner? Ja, und einmal habe ich hier noch ein Drechelchen dabei und ein Engel sitzt hier und ganz viele Quintessenzen und Pomander stehen an der Seite. Also irgendwie heute sehr lichtvoll. Dann schauen wir mal gleich rein. Was habe ich noch vorab zu sagen? Ja, wir haben immer noch für unseren Herzensvision-Workshop noch zwei Plätze frei. Irgendwie, ich weiß, wenn die Energien nicht so gut sind, dann ist das spiegelt sich dann auch wieder. Aber so, wenn du noch willst, dann jetzt ist noch Zeit für Sonntag, für den Herzensvisionen-Workshop. Wenn du mit uns zusammenarbeiten willst, dann kannst du unten den Link checken. Ich weiß, die meisten haben es jetzt schon mehrmals gehört, aber ich würde mich freuen, wenn noch ein, zwei dazukommen. Gut, heute zur Auswahl hast du hier einen. Siehst du es jetzt? Es ist ein Zitrin. Der glitzert ganz dunkelgelb, sieht aus wie Kandiszucker, den man in den Tee hineinhält. Dann hast du hier einen Bergkristall, eine Bergkristallspitze. Und das hier ist auch ein Kristall, aber bitte frage mich nicht, was das für ein Kristall ist. Es ist ein bisschen rosa. Vielleicht ist es ein Bergkristall mit etwas anderem dabei. Sehr schön, also entscheid einfach nicht nach dem Kopf, wieder nach dem Gefühl. Wenn du mich kennst, weißt du auch, dass ich immer so eine kleine Meditation vorab mache und das mache ich heute auch. Und wenn du möchtest, dann mach einfach mit. Es geht einfach darum, dass du mit deinem Herzen verbunden bist, dass du auch gern deine Engel rufst, da ich mit Engeln arbeite. Und vielleicht hast du noch nie Engel in deiner Präsenz, in deiner Gegenwart, in deiner Aura gespürt. Und wenn du das öfter übst, auch diesen tiefen, entspannten Atem, so fing es bei mir ja an durch Meditation, dass die Engel mich von hinten angetippt haben und ganz dicht hinter mir standen. Es war der Raphael, der mein erster Engel war, den ich bewusst gespürt habe, wo ich richtig gespürt habe, da steht jetzt ganz dicht hinter mir eine große Lichtgestalt und das werde ich nie vergessen. Das ist immer noch so präsent. Und es kam durch Yoga und Meditation. Genau. Also, ich lade dich ein, wenn nicht in Spur bist, dahin, wo wir anfangen. Also, wenn du magst, dann schließ gern für einen Moment die Augen. Mach deine Beine bitte parallel und locker die Schultern. Beginne ein bisschen entspannt zu atmen. Und ruf auch gern deine Engel in den Raum oder deine Geistführer, wer auch immer dich führt und dir Einblicke in dein Herz geben kann oder in dein höheres Bewusstsein. Bitte ihn zu kommen. Und wenn du die Augen jetzt schließt, werde ich die Klangschale mal anschlagen. Und dann noch einmal ganz tief ein, bitte. Und alles aus.
Und atme gerne nochmal ein. Und dann öffne deine Augen ganz sanft. Und schau, wo dein Blick hingeht zuerst. Da hast du da die meiste Resonanz für deine Informationen. Und bitte auch um gute Erdung für diese Sitzung, da ich das Gefühl habe, dass hier hohe Lichtkräfte am Wirken sind heute. Dann schauen wir mal nach, wie die allgemeine Wochenbotschaft ist, also die übergeordnete. Da sind zwei Karten von Lemurien gekommen. Jetzt schauen wir mal, wie wir das hier mit dem Licht hinkriegen. Und zwar Offenheit heißt diese Karte. Wunderschön. Du siehst hier ein Wasser und zwei sind es denn? Schwäne vielleicht? Einer fliegt im Himmel und zwei sind im Wasser und ganz viele Lotusblüten. Wunderbar. Also es geht auf jeden Fall darum, dass du bewusstseinsmäßig jetzt eine große Erhellung hast. Das siehst du auch hier durch diesen Lotusblüten. Das Wasser ist still, es ist klar. Und du kannst dich offen mitteilen. Du hast jetzt auch eine Offenheit, um deine Gefühle zu erkennen, um hinzuschauen. Und auch die lemurischen Geschwister und Brüder schicken dir ganz viel Licht aus den anderen Zeitebenen. Und geben dir Insights, also Einsichten, spüre ich die Präsenz von diesen Lichtwesen. Vielleicht hast du auch mit Lemurien einige Inkarnationen gehabt. Vielleicht ist es für dich auch nur eine Märchensage. Auf jeden Fall spüre ich hier sehr sanfte, hochschwingende Energien. Und es stellt sich eine neue Offenheit ein. Das heißt, du bist ein bisschen aus der Angst in die Liebe hineingegangen und hast Zusammenhänge erkannt und siehst, was ist hier los, und ich stellst dich dem auch ganz offen. Ja, es fließt wieder sanft. Sehr schön. Das freut mich. Dann schauen wir mal, was noch aus Lemurien gekommen ist. Für einen Hinweis. Da kommt Hingabe und Verwandlung. Hier haben wir wieder zwei Schwäne unten im See. Hinten eine Berglandschaft, wieder eine wunderschöne strahlende Sonne und eine goldene Fee oder ein Engel, die aus dem Himmel herabschwebt und Blumen streut. Ja, wunderbar. Also es geht um Hingabe, ja, für diese Gefühle auch, wenn du hinschaust und für diese Offenheit, dass du wirklich sagst, ja, so ist es, das fühle ich jetzt, das nehme ich jetzt an, ich guck hin, ich schieb's nicht weg, ich lasse es fließen, ich lasse es zu. Und dann kehrt auch hier so ein Frieden ein, so eine Stille. Also du vertraust dieser Wandlung, dieser Verwandlung. Es verwandelt sich jetzt etwas zum Guten, weil du dich geöffnet hast. Also ich glaube wirklich, wir hatten das jetzt zweimal, dass es rausgeht aus der Dualität und in so ein höheres Verstehen hineingeht. Wenn du dich erinnerst an diese Karte mit den drei Orbs von den Syrianern. Und ich habe das Gefühl, dass das jetzt wirklich passiert ist bei den meisten von euch. Dann schauen wir mal die beiden Karten von Atlantis an. Die eine Karte heißt Exzellenz. Also das sieht hier aus wie ein sportlicher Wettkampf, der hier stattgefunden hat. Und der eine hier wird gerade als Sieger gefeiert, wie es aussieht. Schauen wir mal nach. Ja, es gab viele Spiele, die wurden in Atlantis gespielt und es ging um die Freude und die Herausforderung dabei, halt viel mehr als dieses Ich bin der Beste, wie es heute ist, sondern es geht darum, sich frei zu fühlen, auch den Körper zu spüren und einfach miteinander eine schöne Zeit zu verbringen. Und das heißt auch, wenn du diese Karte bekommst, dass du deine Fähigkeiten durch Übung natürlich noch mehr verbesserst. Und nicht um besser zu sein als jemand anders, sondern um deiner höchsten Version entgegenzukommen. Und mit den anderen. Also man sitzt gemeinsam in einem Boot, feuert sich gegenseitig an und will jeder aus jedem das Beste herausholen. Das ist diese neue Zeitqualität. Sitzen alle in einem Boot und jeder will helfen, in sich und im anderen das Beste durch Übung zu aktivieren.
Also das ist sehr schön. Es geht ein bisschen raus aus dem Wettkampfgedanken, spürt sich sehr stark nach neuer 5D-Energie an. Und was uns auch hilft, ist die Balance. Alles in Balance zu halten, das ist dann wieder ein bisschen Pausen. Und diese beiden Mädels hier auf der Wippe, die spielen irgendwie auch. Und dann wird ein goldenes Buch gebracht von einem Engel. Also das goldene Buch der Weisheit ist dabei, aber zugleich ist es ganz spielerisch. Du lernst viel spirituell, aber mit Leichtigkeit. Es gibt auch Pausen. Und es geht immer darum, dass es dir gut geht. Das sagen dir die Atlanta jetzt hier auch nochmal. Schau, dass du nicht zu viel gibst, dass du auch, wenn du viel übst, auch immer wieder dir Pausen gibst und dich ausruhst zwischendurch. Also es passt alles sehr gut zusammen. Und auch wenn du hier mit der Offenheit und mit der Verwandlung, dass du dir auch wirklich immer mal wieder sagst, ein Schläfchen, heute nicht zu viele Termine, was kann ich weglassen? Ich merke, es geht gerade nicht von meinem Energiehaushalt, es ist zu viel zu verarbeiten. Dann sei da sanft mit dir. Und nimm dir die Pausen. Also das jetzt nochmal für die nächste Woche. Vielleicht kommen jetzt ganz viele Lichtinformationen durch, wo an Ahnenthemen spüre ich auch gerade einfach reinkommt, wo nochmal was zu verarbeiten gilt. Und da brauchst du dann auch mal Pausen oder eine schöne Zeit. Setz dich in der Mittagspause auf die Wiese, wenn es geht. Oder genieß ein bisschen die Sonnenstrahlen, die jetzt da sind. Wieder ein bisschen was Leichteres. Treff dich mit einem Freund, einer Freundin. Setz dich halbe Stunde in den Biergarten und ratsch ein bisschen, also wie man in Bayern sagt, also setz dich, mach dir mal kurz nett, nicht nur so alles takten, sondern auch mal ein bisschen Freilauf für den Geist lassen, ja? Okay, dann schauen wir jetzt hier rein, wenn du den Zitrin gewählt hast, den, wo ist denn das Licht hier gut? Den glitzerigen Candice Zitrin, dann schauen wir mal, was du bekommen hast. Und zwar zwei des Feuers hast du bekommen. Ja, du hast zu dir selbst gefunden. Neue Partnerschaften oder Verträge können kommen. Setz deinen Weg fort. Ja, wunderbar. Also du hast wirklich einen Schritt zurückgelegt und es hat sich etwas ausgeglichen und du bist mehr bei dir selber gelandet und die Energien stehen wunderbar für dich im Moment. Und du kannst jetzt neue Verträge abschließen. Setz deinen Weg fort. Das ist ja ganz schön. Und hier ist auch ein wunderbarer Drache. Siehst du den? Der ist ganz süß. Der lacht ganz freundlich. Also dich begleitet eine schöne, feurige Energie, die sehr ausgeglichen ist. Was sagen denn die Einhörner zu dir in der kommenden Woche? Ja, Hoffnung. Du siehst hier unten das Hufeisen, also die Einhörner sagen, dass du wirklich positiv bleiben sollst, auch wenn jetzt Veränderungen kommen. Diese dienen, dass es dir gut geht. Ich weiß, dass jobmäßig gerade viel in Wandlung ist und Ängste natürlich berühren, aber das Leben spült dich dahin, wo du gebraucht wirst, wo du deiner Seele näher kommst. Spüre ich auch hier, hab Vertrauen. Die Veränderungen heißen, sind nicht schlecht, sondern sie bringen dich an einen Ort, der für dich gut ist. Und der Regenbogen ist ja immer das Glückssymbol. Die Einhörner sagen dir, wenn du still bist, wirst du auch spüren können. Denn sie stehen ja für erhöhtes Bewusstsein. Dann wirst du spüren können, wo das Gute darin liegt. In dem neuen Weg, dann werden auch die Ängste ein wenig rausgehen. Und dazu brauchst du Ruhe, ne? Schauen wir, hier sind nochmal Einhörner gekommen, was die sagen. Ja, das passt ja. Sprung ins Vertrauen. Ventraja sagt, spring ins Vertrauen. Schau mal, ich habe mich gewundert, wieso zweimal Einhörner. Also hab keine Angst vor Veränderungen, sagt dieses Einhorn. Und das heißt, spring voller Vertrauen hinein. Und hier siehst du auch den Mond und das Wasser. Und dieses Einhorn kann auch nur ein Stück weit schauen und auch du. Und alles ist gut. Du kannst im Moment intensive Gefühle haben, weil dein Herz sich auch klärt und weil Weichen gestellt werden im Moment. Aber sie stehen gut. Du siehst ja hier auch, ne? Neue Verträge. Du hast zu dir selbst gefunden, weil du deine Gefühle angenommen hast. Setz deinen Weg jetzt fort. Und
Hab Vertrauen. Schauen wir hier nach. Das sind Engelbotschaften. Was kommt da für dich? Führungsqualitäten. Erzengel Gabriel sagt, du hast Führungsqualitäten. Ganz wunderbar, er verkündet. Die Zeit ist gekommen, wo du deine Führungskraft und die entsprechende Position annehmen und andere liebevoll führen musst. Deine neue Position ist vielleicht eine Stellung, die du dir so auf den ersten Blick nicht zutraust. Wo du denkst, oh nee, ein ganzes Team leiten habe ich ja noch nie gemacht oder so ein großes Team jetzt leiten. Vielleicht bist du eine Stufe aufgestiegen oder probierst was ganz Neues aus und es ist gut, diese Position. Vertraue dir, du hast diese Qualitäten, deren es bedarf und Erzengel Gabriel wird dich jetzt auch begleiten. Lass die Ängste los und vertraue dem Himmel. Rufe die Engel in deinen Tag, in dein das Engellicht, bitte es in deinen neuen Beruf, in diese Übergangszeit zu fließen. Lass die Ängste immer wieder ganz bewusst los. Such Pausen oder such dir eine Technik, die dir durch diese Ängste hilft oder einen Coach. Irgendjemand, der dir da weiterhilft. Und jetzt habe ich hier noch die Karten der Wahrheit. Und da würde ich gerne noch eine ziehen, wo bei dir praktisch noch etwas, ja, die haben auch Emotionen, Gefühle, Gedanken, je nachdem, wo praktisch da noch bei dir was blockt oder gesehen werden will. Schauen wir mal, was da kommt. Die sind auch immer ganz schön. Ich verlinke die alle unten drunter, die Karten. Also nicht verlinken, sondern sie stehen genannt. Mit Verlag in der Beschreibung. Schauen wir mal hier, was für dich gekommen ist von Karten der Wahrheit. Herzdiamant heißt die, glaube ich, oder Karten der Wahrheit. Unbewusstheit, Widerstand ist sinnlos. Je mehr sie ein Thema loswerden wollen, desto stärker ziehen sie es an. Wenn sie stattdessen alles fühlen, was das Thema in ihnen auslöst, nehmen sie die Wahrheit an und können aus der Illusion erwachen. Damit ersparen sie dem Leben, ihnen weitere Wiederholungen zu bringen. Das passt ja sehr gut. Also es geht wirklich darum, um diese Offenheit wirklich hinzuschauen, was ist da los. Und deine innere Stimme, wenn du ganz ruhig bist, die weiß, was gut ist. Dazu darfst du ganz ruhig werden und ich sag mal, der Angst nicht glauben. Wirklich der Wahrheit glauben, denn du bist wunderbar und aus dieser Illusion jetzt erwachen, ja, die Illusion, zum Beispiel die Illusion, dass wir alles steuern könnten oder dass wir das Leben lenken. Ich glaube schon, dass wir einen freien Willen haben, aber ich glaube, wenn wir Blockaden haben und den natürlichen Fluss des Lebens blocken, dann schubst uns das Leben dahin. Und dann schau hin, was da gesehen werden will, wo deine Seele sagt, guck mal hier ist die Freude, hier ist die Leichtigkeit, hier ist die Liebe. Das willst du doch schon, seit du klein bist, du traust dich noch nicht und ich weiß, dass du es schaffst, okay? Also die Zeichen stehen ganz gut für deine neue Berufung oder was du starten willst jetzt, wo ein Teil von dir das total noch wahrscheinlich blockt. Also ich weiß nicht, wo du da gerade stehst, an welcher Stelle, aber sei mutig und schau hin. Und der Zitrin gibt dir natürlich auch Selbstbewusstsein, ja? Das passt sehr gut. Wunderbar. Also viel Glück für deine Prozesse. So, dann kommen wir mal hier zu dem Bergkristall. Wenn du den Bergkristall gewählt hast, dann schauen wir mal, was bei dir so los ist. Na, vom Engeltarot kommt für dich der Magier, Erzengel Raziel. Da kommt oben aus dem Stab ein grüner Blitz und unten aus der Hand kommt ein pinkfarbener Blitz. Also du hast magische Fähigkeiten. Du kannst mit deinen Fähigkeiten Materie bewegen, in dem Sinne, dass du dir wirklich dein Leben auf magische Art und Weise gestalten kannst, auch wenn dir das vielleicht im Moment gar nicht klar ist. Diese Fähigkeiten werden immer mehr Einzug halten und dein Leben wird Magie verströmen.
Also Erzengel Raziel nimmt dich jetzt an die Hand und er sagt, du bist bereit, du hast die Ressourcen oder kannst diese manifestieren. Das Leben ist magisch. Und über seinem Kopf siehst du auch diese Lemnis-Karte liegen. Das heißt, es ist ein unendliches altes Wissen, das jetzt kommt. Du wirst eingeweiht in spirituelle Techniken. Und vielleicht arbeitest du schon mit Energien, dann werden diese sich jetzt noch verstärken. Du wirst hier deinen Zauberstab, deinen Machtstab wieder in die Hand nehmen und dir wundervolle Möglichkeiten kreieren durch bewusstes Denken. Manifestieren findet als erstes im Geist statt. Das ist ja auch die Karte Nummer 1, eine wunderbare Schöpferzahl, die ja auch 2017 in der Quersumme hat. Also wunderbar, eine gute Zeit für dich, um zu manifestieren. Dann schauen wir, was die Einhörner zu dir sagen. Was sagen die? Da kommt die Königin der Einhörner. Schau mal, wie liebevoll diese Karte ist. Kleines Kind sitzt zu Füßen der Königin der Einhörner. Sieht wunderbar mit dem Pink Magenta aus. Und die Karte sagt, sie sind mit Liebe, Mitgefühl und Weisheit gesegnet. Also auch du hast ein großes, liebendes Herz und siehst die Nöte von anderen Menschen. Du kannst auch in dein eigenes Herz schauen und du hast auch in dir ein großes Mitgefühl für dich selber entwickelt, warum es dir natürlich auch möglich ist, jetzt deine magischen Fähigkeiten optimal einzusetzen. Das Leiden ist ein wenig weniger geworden, auch durch die Prozesse der letzten Monate. Und du kannst jetzt nach draußen gehen damit und auch nochmal mit anderen dieses Mitgefühl teilen. Wunderbar. Ganz schön. Schauen wir mal, was die anderen Einhörner sagen von Sonja Ariel von Staden. Was sagen diese? Wow! Blumensturmgalopp, der Hentiador kommt über die Wiese geprescht. Wunderbar. Also da kommt so eine wunderschöne Frühlings-Power-Energie. Also wirklich leg los, starte und nimm diese Frühlingsenergie. Das ist jetzt auch das Holzelement. Das heißt, alles wächst und sprießt und es ist wirklich Zeit für Neustart, für etwas beginnen oder mit frischer Energie weitermachen. Und hier auch die Balance halten durch Übung wirst du zum Meister. Ganz schön. Ja, ich habe das Gefühl, dass der Himmel dich gerade mit richtig viel Kraft unterstützt, auch bei deinen Projekten. Schauen wir, was die Engel zu dir sagen. Empfindsamkeit kommt, der Erzengel Haniel. Ja, der kommt natürlich auch mit dem Mond wieder daher. Ja, der Haniel. Also das kann sein, dass du große Einsichten in dein Herz, in deine Gefühle hast und nochmal ganz arg spürst, auch das hast du schon, diese Weisheit und das Mitgefühl, dass sich nochmal viel zeigt, wo du sagst, oh, das ist, ich bin noch weicher und ich spüre noch mehr. Und das darfst du. Sei liebevoll mit dir. Geh liebevoll damit um. Du hast jetzt da viele Gefühle. Halte sie in Ehren. Also achte deine Gefühle. Schau da liebevoll drauf. Ich glaube, das tust du aber schon. Und wenn es dich mal überrollt, dann erinnere dich daran, liebevoll mit diesen Gefühlen zu sein. Auch für dich Mitgefühl zu haben, weil gerade wirklich unsere Herzen wie aufgeplatzt sind und die Panzer am Wegschmelzen sind. Und da kann viel ins Fließen kommen, auch ganz von früher, von Alten. Und du fühlst wahrscheinlich auch im Feld von anderen. Ne? Und dann natürlich Balance, Pausen. Nimm dich raus oder reinige dich wunderbar, um die Aura zu reinigen. Ist ja hier der Therapies Bay. Also ich mache jetzt da keine Werbung für die Firma. Ich finde es einfach, wenn man energetisch arbeitet, ein tolles Werkzeug, weil du damit deine Aura putzen kannst. Es riecht auch ganz wunderbar. Du kannst dich einfach wieder klären, wenn die Energien zu heftig sind. Und es ist wie, wenn man sich die Hände desinfiziert, nachdem man irgendwie am Patienten gearbeitet hat, sage ich mal. Ich bin ja auch Krankenschwester. Der Therapies B ist einfach wunderbar, um die Aura wieder schön zu machen.
Und auch um Steine zu reinigen, kannst du den ja hernehmen, ne? Vielleicht kannst du mal gucken, vielleicht arbeitest du schon mit sowas. Ich habe schon sehr viel hochsensiblen Menschen den empfohlen und die sind sehr dankbar dafür. Ich lege dir auch hier noch eine Karte der Wahrheit drauf. Wahrheit des Herzens heißen sie. Jetzt habe ich mal schnell geschaut. Was kommt für dich? Die da. Schauen wir mal. Es leuchtet richtig, gell? Da kommen die Emotionen wieder. Starke Gefühle sind Wellen. Gefühle sind weder ihr Besitz noch unter ihrer Kontrolle. Sie kommen und gehen nach eigenen Gesetzen. Wenn sie beobachten, was sie fühlen, wird ihnen auffallen, dass alles in ihnen auch ohne ihre Mitwirkung geschieht. Lassen sie es zu, spüren sie die Wellen der Gefühle in ihrem Körper. Das ist ihr Weg in die Freiheit. Ja, wunderbar. Das klingt auch nach großen spirituellen Einsichten zu sagen, das ist wie Wellen, das ist wie Vollmond, Neumond, jetzt ist es gerade so und übermorgen ist es wieder anders. Ne? Da hast du schon, wie soll ich sagen, eine Weisheit in dir. Und auch jetzt, wenn es denn so ist, darfst du ganz gerne da liebevoll mit dir umgehen. Und ich sage immer, lass die Wellen, auch die aus dem Erdmagnetfeld und die Sonnenstürme, lass es durch dich durchwedeln. Nimm dir die Pausen, verhake dich nicht damit und wehre dich nicht dagegen. Lass es einfach durch und wieder raus. Und dann, da ich bin mir sicher, dass du das gut beherrschst. Dann wünsche ich dir auch eine sehr gute Woche. So, und wenn du diesen Quarz hier gewählt hast, mit rosa ein bisschen, dann schauen wir mal bei dir. Okay, was kommt vom Engeltarot? Da kommt die 6 der Erde. Du siehst jetzt eine Waage mit jeweils 3 Münzen auf jeder Seite. Also das ist auch alles schön ausgeglichen, eine Balance, wie du siehst. Und viel Grün. Das wirkt auch sehr harmonisch. Also es heißt, Geld, Zeit oder Leichtigkeit wird nun als Geschenk gehalten. Neue Karrieremöglichkeiten sind auch möglich jetzt. Und einen Kredit bekommen oder Schulden zurückbezahlen. Also ich spüre, dass es bei dir gerade wieder in ein Gleichgewicht hineingeht. Ab jetzt, du hattest vielleicht jetzt auch längere Monate schwierige Zeit, vielleicht finanziell auch direkt. Oder einfach emotional hat es sich sehr schwer angefühlt. Und irgendwas öffnet sich jetzt für dich und wird wieder ausgeglichen. Durch die Energien auch einfach. Und wahrscheinlich, weil du aber auch immer steady am Ball geblieben bist und positiv gedacht hast. Also irgendwie kommt jetzt dann ein bisschen so ein Loslassen rein. Das finde ich sehr schön, das freut mich. Schauen wir mal, was die Einhörner zu dir sagen. Das freut mich sehr. Neue Karrieremöglichkeiten. Irgendwas wird sich ganz gut für dich lösen oder jemand zahlt dir Geld zurück oder die Bank sagt, ja. Ich gebe Ihnen jetzt doch den Kredit oder da reden wir jetzt noch mal drüber. Also irgendwas, wo du richtig sagst, oh, jetzt geht die Anstrengung raus, ne? Jetzt schauen wir hier, was die Einhörner zu dir sagen. Die göttliche Sicht kommt mit der Zahl Nummer 7. Sehen Sie das Göttliche in jedem Menschen. Also auch du erhältst große Einsichten in dieser Woche und hier sitzen 3 Männer im Gefängnis, die Tür ist aber auf. Der eine fasst sich so an den Kopf, ne? Und es geht darum in dieser Karte, dass du deine Gedanken machen, dass du dich wie in einem Gefängnis fühlst und dass jetzt durch die Erhöhung der Energien und durch diesen Ausgleich, der stattgefunden hat, dir klar ist, wo es eine Illusion war, in der du gefangen bist, dass du da jetzt eine Befreiung hast und dass du auch in anderen Menschen siehst, was du da falsch, naja, wo du bewertet hast und dass du es jetzt aus einer höheren Sicht siehst. Und die Einhörner, du siehst es hier, geben diese Strahlen, dieses Glitzern und erhellen den Geist. Diese Strahlen fließen hier zu jedem, der in diesem mentalen Gefängnis ist, hin.
Und vielleicht hast du gar keine Möglichkeit mehr gesehen, wie es besser wird. Und vielleicht hast du es viel düsterer gesehen, als es tatsächlich war. Und jetzt siehst du auf einmal eine neue Möglichkeit, die du vorher nicht sehen konntest. Aufgrund von Schwingungen, aufgrund von alten Ängsten. Je nachdem, wo du stehst, das ist ein allgemeines Reading. Ich kann es immer nur jetzt allgemein auch sagen. Aber es geht irgendwas für dich auf, wo du auf einmal sagst, ach, da ist die Lösung. Mann, die war die ganze Zeit da, ich habe sie nicht gesehen. Und ab jetzt geht es auch einfach leichter. Die Tür hat sich geöffnet und dein Geist kriegt ein Aha-Moment und auch das Verurteilen geht ein bisschen raus, spüre ich. Und dieses Enge, dieses Sticky, dieses Feste, es wird wieder fließender. Die Tür ist auf, ne? Was sagen die Einhörner von Sonja Ariel von Staden zu dir? Da kommt die Lilli Monia. Die schaut sehr schön, gell? Mal ein wunderschönes Einhorn. Das ist das Einhorn der weisen Weiblichkeit und Schönheit. Also, das wird jetzt wieder weicher und fließender. Ich schau mal auf den kleinen Zettel, was Lilli Monia noch sagt. Muss ich erst mal finden. Und das, ah, hier ist es. Also, Lilli Monia sagt: Sei stolz auf das, was du bist. Liebe deine Schönheit und Weisheit. Auch in dir leuchtet ein Stern. Sei stolz und glücklich, denn du hast es geschafft, bis hierher dein Leben zu gestalten. Fühle, was du bist, komm heraus aus deinem Versteck und zeige dem Universum, dass du bereit bist, wie ein heller Stern zu strahlen. Also auch hier die beiden Einhörner zusammen. Komm raus aus deinem Gefängnis, ne? Und zeige dich, wer du bist. Es ist ein mentales, erdachtes Gefängnis. Du bist nicht wirklich, die Tür ist ja auf. Und hier, du siehst auch, die hat hier so Sternchen. Und hier sind auch über Sternchen. Zeige, wie wunderbar du bist. Du hast dich da in irgendwas mental schon seit längerem verstrickt, dass du deine Genialität, deine wahre Größe vergessen hast. Und jetzt geht es da rein wieder zurück. Es wird leichter, du wirst Einsichten bekommen und Lösungen entdecken, denn das beginnt immer mit unserem Bewusstsein. Es beginnt in dir. Schauen wir mal, welcher Engel dich begleitet. Bin ich jetzt ganz gespannt, was da kommt. Also bei dir ist es eine Befreiung, die jetzt passiert. Was für ein Engel kommt denn zu dir? Ja, der Zartkiel kommt zu dir mit der violetten Flamme. Er ist natürlich wunderbar, um Ängste zu transformieren. Aber er hat auch einen wunderschönen magentafarbenen Umhang und Gold. Also hohes Bewusstsein und Liebe bringt er dir. Es geht jetzt die Angst raus und die Liebe. Also, dass du dich zeigst, schau mal, wie er strahlt und die Flamme hochhält. Dass das Licht deiner Seele jetzt wieder leuchtet. Es wird ab jetzt leichter werden. Und Zartkiel sagt hier aber auch lehren und lernen. Bleib weiterhin aufgeschlossen für neue, inspirierende Ideen. Und lerne von ihnen, dann lehre andere Menschen diese Ideen. Also dein Weg, dein, ich sag mal, dein mentales, eingesperrt gefühlt sein, naja, das war jetzt auch ein gutes Deutsch. Also dein mentales Gefängnis hat dich viel gelehrt. Und er hat ja auch ein Buch in der Hand. Und vielleicht lässt du anderen Menschen teilhaben, andere Menschen teilhaben, an wie du da rausgekommen bist, was du für Einsichten hattest. Wie du es gemacht hast, dass du strahlst, wie das ging. Und vielleicht kannst du genau diese Menschen später berühren und an die Hand nehmen. Oder Zartkiel gibt dir jetzt Ideen, wie es weitergehen kann, wenn du sagst, das andere funktioniert gerade nicht mehr. Vielleicht gibt Zartkiel dir, verbrennt das Alte, das Schwere, das Feste und gibt dir neue Ideen. Das ist auch möglich. Wenn es noch sehr arg und sehr schwer ist, dann ruf ihn an, ruf die violette Flamme und bitte sie, alle Ängste jetzt zu transformieren. Das ist ein sehr kraftvolles Werkzeug, auch deine Aura zu reinigen und auch deine Ängste zu transformieren. Und wirklich zu sehen, wie wunderbar du bist. Das sind die Einsichten, die dir kommen, wenn du ganz offen und ehrlich hinschaust. Jetzt schauen wir mal hier von der Wahrheit des Herzens mische ich dir auch noch eine drüber. Also, ich ziehe dir noch eine und mische sie mal durch, so rum. Also, ich bin heute irgendwie auch ein bisschen, ich weiß nicht, das waren schon intensive Prozesse. Ich merke es auch. Verzeih bitte. So, und ziehe ich dir jetzt mal hier eine. Mal gucken, welche mich anlacht, die da.
So, gucken wir mal bei dir. Da. Die Wünsche, die Sehnsucht nach Liebe ist die Sehnsucht nach Wahrheit. Lieben ist annehmen, wenn man sich selbst, das eigene Leben, einen anderen Menschen oder die Welt ohne Widerstand annimmt, wenn der Kampf gegen das Außen endet und die Konflikte im Inneren still werden, dann bleibt die Liebe. Suchen Sie in sich die Ablehnung, genau hier ist Ihr Weg zur Wahrheit. Im Licht der Wahrheit löst sich die Abwehr auf. Ja, das passt wunderbar. Also bei dir bekommst du diese Woche wirklich Einsichten, wie du hier aus diesem Gefängnis rauskommst, in das du dich selber gesteckt hast, irgendwann vor langer, langer Zeit. Ja? Und du wirst befreit durch deine eigene Energieanhebung und dass du die Liebe wieder reinlässt. Die Einhörner helfen dir zu sehen, wo hast du dich selber so sehr abgelehnt. Und da kannst du gerne den Zartkiel nehmen und diese Anteile, die noch voller Selbsthass, voller Selbstablehnung sind, also ich spreche die Wörter einfach so aus, wie es ist, dass du die jetzt wirklich transformierst und durch Licht ersetzt. Also es geht nicht darum, den Hass abzulehnen, sondern auch zu sagen, er ist ja da gewesen oder er ist da und schon immer. Und ich, wie Esther Hicks immer sagt, I'm beating me up, also ich schlage mich selbst. Ich sag immer, ich hau mir selbst die Bratpfanne auf den Schädel, ja, also nicht ich, sondern natürlich ich auch manchmal, aber hör auf, dir selber mental weh zu tun, ja. Schau hin, wo du dich selber eingesperrt hast. Wo hast du angefangen, dir zu sagen, du bist nicht gut genug und sowieso und das kannst du nicht und das kannst du nicht und was du tust, ist nicht wertvoll und deswegen fangst du es erst gar nicht an. Schau da wirklich ganz offen hin und wenn es wieder zu viel wird, mach wieder Pause oder nimm dir jemand liebevoll an die Hand. Du darfst jetzt ganz liebevoll damit aufhören, dir selber die Bratpfanne über den Schädel zu ziehen, weil ja, wir selber sind leider auch immer unsere größten Feinde. Und was ganz interessant ist, am Anfang lag hier ein kleiner Amethyst. Und dann habe ich aber diesen Stein genommen. Der hat ja auch ein bisschen rosa, vielleicht wie ein Rosenquarz. Und dann habe ich den kleinen Amethyst wieder weggetan. Und ja, und jetzt ist es aber doch die violette Flamme geworden. Ja, interessant. Ja, wirklich, sei liebevoll mit dir, geh gut mit dir um, hab dich lieb und nimm dieses kleine innere Kind, was auch früher allein gelassen wurde, jetzt endlich nimm du es liebevoll in den Arm. Nimm es jeden Tag in den Arm, sage ihm, dass es wunderbar ist. Hol es raus, es ist alleine und einsam und sag ihm, dass es gut ist, denn das bist du. Das bist du und gib dir diese Liebe. Ja, fang damit jetzt an. Es ist Zeit für Liebe, es ist Zeit für, dass du die Wahrheit siehst, wer du wirklich bist. Denn du bist wunderbar und du bist geliebt. Ja, und auch von mir alles Liebe für dich und für euch alle. Ich danke fürs Zusehen. Ich wünsche eine wundervolle Woche mit diesen Energien, mit auch ausreichend Balance, auch Zeit zum Durchschnaufen und mal auf die Wiese gehen und die Sonne genießen. Alles Liebe. Aus meinem Herzen. Satnam.